Sheesh, was geht's? Heute geht's in eine weitere Folge von der Weekend League, nämlich in die zweite Weekend League. Wir hatten ja schon die erste in 3 Folgen geteilt. Wir machen das wieder so, oder ich mach das wieder so. Ihr habt da nichts zu sagen. Haha, I'm a boss, like Rick Rose. Und da haben wir jetzt wieder in diesem Teil die ersten 15 Spiele. Und da gehen wir jetzt auch direkt mal rein. So, da haben wir jetzt hier das erste Spiel. Und ich starte auch hier ganz gut, wobei man muss sagen, es ist schon die 70. Minute, es ist nicht mehr ganz so früh. Und mein Gegner fängt den Ball hier in seinem komischen Skelettkostüm, das sieht ein bisschen komisch aus, aber ja gut. Also man kann es nicht Trikot nennen, man muss es Kostüm nennen, weil das einfach komisch ist mit so komischen Knochen drauf. Und ich kassiere dann so einen Konter durch genau so eine scary Figur, die drinsteckt in dem Trikot, wie es aussieht. Also wirklich mit so einem, ja, Iro. Und ich verliere das erste Spiel. Ey, ich wäre am liebsten im Kreis gesprungen, ne? Ich kam irgendwie nicht drauf klar. Ja, aber nichtsdestotrotz. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ging es hier weiter ins nächste Spiel. Spiel Nummer 2. Musa macht hier das 1:0 in der auch wieder 75. Minute. Also ziemlich spät schon. Und dann in der 89. mache ich einen weiteren Angriff. Geh über außen. Fernandinho. Ja. Boom. So einfach geht das, ne? So holt man dann seine Siege. Drittes Spiel nach einem Sieg und einer Niederlage. Ich spiele hier gegen Brasilien, anscheinend. Und greife hier an, spiele so ein bisschen hin und her und ja, komme zum Abschluss und Benyat macht das Tor. Macht das Tor. Mit der Nummer 8, nein, der 8. Minute. Und in der 90. hat mein Gegner dann natürlich aufgemacht. Ich habe natürlich noch ein bisschen rumgespielt, wobei ich sehe gerade, er hat nicht so weit aufgemacht. Aber ich bin trotzdem durchgekommen, habe hier dann irgendwie mich nochmal durchgedribbelt, nochmal zurückgepasst, rübergelegt und boom! Da ist er, Marco Asensio, 2:1. Drittes Spiel, ich spiele gegen LZR. Er hat hier so ein paar gute Spieler, Gamero, wobei so gut waren die nicht. Aber war auf jeden Fall ein guter Spieler und ich verstehe nicht, was der Schiri da gesehen hat. Also meiner Meinung nach treffe ich den Ball gut. Ich bin dran, der Ball geht trotzdem rein. Das sind unglückliche Umstände, die da zusammenkommen. Doch dann hier in der 90. Minute bereits, in der 90. bleibe ich hier hängen und verliere das Spiel. Bitter! Weißt du, 4 Spiele, 2 Niederlagen. Also wirklich nicht gut, wirklich ein ziemlich schlechter Start. Und danach bin ich jetzt zum Fußballspielen gegangen und dachte mir, ey, weg damit, weil es war vormittags, jetzt sind wir schon am Nachmittag mehr oder weniger und ich dachte mir, ey, ich habe zu wenig geschlafen, ich brauche erstmal ein bisschen Pause, ein bisschen Abstand vom Spiel und ja, hab mich dann wieder ein bisschen gefangen, hab dann hier auch das erste Tor geschossen im nächsten Spiel und beim Fußball auch meinten die Leute direkt, als ich gekommen bin, boah, ja, du bist müde, ne, also man hat es mir wirklich angesehen, ich war wirklich, wirklich müde, ich habe gleich 4 oder 5 Stunden geschlafen, ich habe extra einen Wecker gestellt in dieser scheiß Weekend League, damit ich morgens noch ein paar Spiele mache und schaffe, ja, das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Dann hier mache ich das 2:0 mit Marco Asensio in der 37. Minute. Und wir haben, da wir schon die 80. Minute haben, ist es hier auch ein relativ sicherer Sieg dann. Also es hat auf jeden Fall so ein bisschen was zumindest gebracht, dass ich zum Fußball gegangen bin und erstmal ein bisschen Abstand gewonnen habe. Manchmal, wenn es nicht läuft, dann muss man einfach mal sagen, okay, komm, geh mal eine Runde, weiß ich nicht, um den Block und mach mal irgendwas anderes, was nichts mit einem Monitor oder einer Playstation oder einem Computer oder irgendwie was zu tun hat. Und es hat ganz gut funktioniert. Das hier ist schon das nächste Spiel, das sechste Spiel. Ich habe hier den Ball irgendwie, oder Emre Can hat ihn irgendwie reingepimmelt, keine Ahnung. Eigentor auf jeden Fall und 1:0 für mich. Und ja, dann geht's weiter. Ich mache das 2:0 durch Ahmed Musa. Also ich muss wirklich Musa ein Kompliment machen. Er hat sich gemacht. Also am Anfang war ich nicht so überzeugt von ihm. Aber er hat sich gemacht und entwickelt sich hier doch zur Tormaschine. Man sieht ja das nächste Tor von Musa. Ist wirklich doch ein ziemlich vernünftiger Spiel. Ja, dann Abbruch in der 70. Minute. Damit geht es hier ins nächste Spiel. Ich hier nach einer Ecke hau den Ball irgendwie rein. Das ist immer komisch, weißt du? Du flankst rein und flankst auf einen Spieler und dann kommt ein anderer angerannt und köpft den rein, so den du gar nicht steuerst. Ja, dann passiert sowas, ich weiß nicht, warum der da am Ball bleibt, ich weiß nicht, warum der Ball reingeht. Ich hatte ihn eigentlich verteidigt, aber irgendwie geht der Ball dann trotzdem durch meinen Verteidiger durch oder der Spieler kommt vorbei, passt nochmal rein und legt ihn rein. Ja, hier habe ich irgendwie vergessen aufzunehmen oder, nee, genau, das ist meine Elgato, also die ist auch ein Aufnahmegerät, ist ein bisschen, ja, abgestürzt, abgeschmiert mehr oder weniger. Darum habe ich das Tor leider nicht drauf.
Damit steht es 1-2 für meinen Gegner durch Kevin De Bruyne. Ich versuche ja alles nochmal. Und wir befinden uns ja auch schon in den letzten 10 Minuten. Hab da hier ein bisschen Glück irgendwie mit Chris Smalling den Ball da irgendwie reinzumachen. Ich weiß auch nicht, wie das geklappt hat. Dann 120. Minute. Wir sind jetzt hier in der allerletzten Minute. Und der Schiri. Wir gehen ins Elfmeterschießen. Und bisher habe ich wirklich jedes Elfmeterschießen gewonnen. Mal sehen, ob sich das nicht fortsetzt. Mein Gegner verschießt den ersten. Ich mache den nächsten rein. Einfach mal zack, ab durch die Mitte. Er auch ab durch die Mitte. Richtiger Nachmacher. Wirklich richtiger Nachmacher. Ich schieße nach links. Was macht der? Er schießt auch nach links. Was ist das? Ich schieße nach rechts. Und er schießt auch nach. Oder? Tut er? Wohin schießt er? Sturridge. Wohin schießt er? Wohin schießt er? Okay, in die Mitte. Ich habe es gerochen. Ich bin mit meinem Torwart an die Ecke gesprungen. Aber ja, hat er dann doch seine Strategie geändert. Und dann doch woanders. Ist er doch woanders hingesprungen. Hat mich nicht aufgehalten, hier den Siegtreffer zu erzielen. Boom! Und damit der nächste Sieg. Nach einem ziemlich verkackten Start. Dann hier nochmal wunderschön durchkombiniert. Und Musa macht den flach in die untere, in die kurze Ecke. In die untere kurze Ecke, kann man so sagen. Ich bekomme hier eine Ecke gegen mich. Mein Torwart hält. Und die nächste Ecke wieder nach außen. Das ist immer so eine Serie dann von Ecken, die irgendwie passiert. Dann so ein Eigentor. Da köpft er meinen Spieler an der 85. so ein Eigentor. Ein Spiel, was ich komplett unter Kontrolle hatte bis zu dem Zeitpunkt. Dann direkt im Anschluss 87. Also im nächsten Angriff kassiere ich das 2-1. Wäre dieses verkackte Eckentor nicht passiert, hätte ich das Spiel wahrscheinlich gewonnen. So verliere ich das. Und so habe ich hier nach 8 Spielen 3 Niederlagen. Was absolut gar nicht gut ist. Und hier habe ich den Gegner ein bisschen stehen lassen, mit Martial nochmal eine Ballrolle gemacht und angetäuscht, als würde ich rüberpassen, habe dann aber doch nicht rübergepasst im letzten Moment und einfach eiskalt selber abgeschlossen. Muss man manchmal machen. Es geht ja auch mal so ein bisschen darum, Dinge zu tun, mit denen der Gegner nicht rechnet. Wenn du immer das Offensichtliche machst, dann wird das nichts, weil der Gegner alles antizipiert, wenn er gut ist und du nicht vorankommst. Hier auch wieder, man sieht, ich habe nochmal den Pass verzögert und den Gegner ausrutschen lassen. Hat ganz gut funktioniert und dadurch auch mein Gegner gesagt, nee, ja, tut mir leid, war ein schönes Spiel, aber ich habe keine Lust mehr, ich bin raus. Hat er dann eiskalt durchgezogen, hat das Spiel abgebrochen und so spiele ich hier gegen TMT. Ich bin hier in den blauen Trikots, zur Abwechslung mal. Krieg den Ball auf Musa, weiß ich nicht, dribbel irgendwie ein bisschen zu viel, aber macht den Ball dann trotzdem noch rein. Obwohl ich eigentlich auch direkt schießen hätte können. Aber ich dachte irgendwie, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich einmal so frei durch bin. Hatte dann irgendwie doch Glück, dass er, wie gesagt, trotzdem reingegangen ist. Und dann hier in der nächsten Situation wieder das nächste Tor durch Fernandinho. Und damit sieht's nach 37 Minuten relativ gut für mich aus. Wenn dann nicht dieser Angriff hier gewesen wäre. Ich weiß auch wieder nicht, was da passiert ist und wie der da am Ball bleibt. Aber er macht das Tor. Und macht dann auch den Depp, so ein richtiger Idiot. Und ich kassiere ein Flankentor, wieder einmal, ein Flankentor. Und er macht wieder den Depp, in der 75. Was ist mit diesen scheiß Flanken? Wie soll man das... Ich weiß auch gar nicht, wen er da gesehen hat zum Flanken. Der hat einfach reingeflankt und dann auf gut Glück, einer rennt dann da rein und köpft den rein und nicht mal geplant. Und dann kriege ich wieder einen Elfer gegen mich. Ich krieg sonst nie Elfer gegen mich und hier schon wieder einer gegen mich und ja, verliere dann das Spiel nach 2-0 Führung. Das ist Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Kann man irgendwas zu diesem Tor sagen? Kann man irgendwas dazu sagen? Auch wieder. Also das ist wirklich manchmal, es geht drüber und drunter bei diesem Spiel. Ungeplante Aktionen gehen rein, super rausgespielte gehen nicht rein. Der hier ging rein, war auch super rausgespielt und ja, nach wie viel Minuten? 17, mein Spieler liegt da auf dem Boden am Sterben und ich mache das 3-0 in Minute 18. Sieht hier nach einer lockeren Geschichte aus, nachdem ich ja auch in 10 Spielen schon 4 Niederlagen habe. Dann macht er sich den irgendwie selber mit der Brust rein, wie auch wieder so ein Kacktor. Weißt du, auch wieder so ein Kacktor, diesmal für mich. Mein Gegner hat dann daraufhin auch gesagt, ja komm, nee, hab ich mal keine Lust mehr drauf. Kann man irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil das Spiel echt nicht gut liegt für ihn. Ja, ich hier in den weißen Trikots. Dachte, ich renne hier ins Aus. Hab dann trotzdem noch irgendwie die Kurve bekommen, den Ball vor der Linie stoppen können. Spiel hier auf Musa, Ballschussfinte, ja, genau, und schieb ihn in die lange Ecke. Mit dem schwachen Fuß, selbst das kann Musa. Selbst den schwachen Fuß einsetzen. Selbst seine linke
Innenseite kann Musa dazu nutzen, um Tore zu schießen. Dann hier bin ich irgendwie außen ein bisschen hängen geblieben, dachte mir, ich muss nochmal zurückspielen, weil ich mich sonst einfach ja, festgelaufen hätte und den Ball verloren hätte. Und habe mich dann hier irgendwie befreit. Es war sehr eng hinten, aber Fernandinho, ebenfalls mit links. Ich habe gut trainieren lassen, muss ich wirklich sagen. Meine Spieler nehmen das gut an, was ich denen so biete. Dann hier ein kompletter Katastrophenpass. Ich komme glücklich nochmal wieder an den Ball und muss dann nur noch einnetzen. Ahmed Musa, das ist eine seiner Hauptbeschäftigungen heute. Tore schießen. Fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Hier nochmal eine wunderschöne Kombination. Man könnte sagen, ich übertreibe. Man könnte sagen, es war super gespielt. Und man könnte sagen, ich habe ein Tor geschossen. Würde ich auch sagen. Damit 8:4 in der Statistik. Da geht's ins 9. Spiel. Und ich verzögere hier noch ein bisschen, lasse meinen Spieler reinrennen und Sonsi, der sanftmütige Riese, wie ich ihn in einem vorherigen Video getauft habe, hier mit dem 1-0. Dann geht es hier in der 63. Minute nochmal in eine ähnliche Situation. Ich verzögere und spiele den Ball nochmal rein, bis die Lücke frei ist und Marco Asensio rennt rein und lässt den Torwart ziemlich alt aussehen, schiebt die Murmel an ihm vorbei ins Tor. Dann, mein Gegner hat nicht aufgegeben. Man sieht 89. Minute, er macht das 2-1. Die Frage ist, kommt er jetzt nochmal? Nein, kommt er nicht. Er kommt nicht nochmal ins Spiel. Wir gewinnen das Spiel hier, oder ich gewinne das Spiel hier. Und hier wieder schön mit R2, L2 den Ball zurückgezogen, weil ich gesehen habe, es wird nichts. Nochmal zurückgelegt, Fernandinho macht den Ball rein. Fernandinho ist auch ein guter Torjäger gewesen. Es ist überraschend, weil er eigentlich relativ defensiv ist. Aber er macht die Tore. Dann hier, klar, dann habe ich rübergelegt, weil ich nicht gedacht hätte, dass er reingeht, wenn ich ihn direkt schieße. Und da mein Spieler Nathan Dyer wunderschön frei war, musste ich das tun. Dann hier, Torwart rausgeholt, in der 90. drüber gelupft. Und da ist das 3-0, da ist der Sieg. Dann hier das nächste Spiel. Ich starte mit einem Elfmeter in der 10. Minute. Da ist meine Karte auch wieder abgestürzt und ich musste neu starten. Darum auch nur die Wiederholung davon. Dann hier Welkit, kommt da fast irgendwie durch, glücklicherweise konnte ich ihn irgendwie blocken noch und geht dann in den Konter rein über Sasa, spielt den Ball über außen und da auch wieder mein Gegner mit parkt den Bus, einfach seine Innenverteidiger am Strafraum, obwohl kein Spielarbeit im Breit ist. Hat mich hier nicht weiter gestört, weil ich trotzdem ganz gut durchkam und mache hier das 2-0 durch Gerard Deulofeu. Ich glaube, langsam habe ich den Namen raus, auch wenn ich ihn immer noch schwierig finde. Deulofeu. Auf jeden Fall, Marco Asensio hier in der 28. Minute hat er hier die Entscheidung. Auf dem Fuß wird gefoult, nachdem er sich da gut durchgesetzt hat. Und Sasas Spezialität, wissen wir alle nach dem Deutschlandspiel, ist nicht die Elfmeter-Schusstechnik. Mein Gegner hat trotzdem abgebrochen, weil er gesagt hat, ey, Sasa, du kannst nicht verschießen bei FIFA 17. Das geht nicht, darum, ich gebe dir den Sieg. Bitteschön, zack, aus die Maus. Und so habe ich da den nächsten Sieg geholt in dem Spiel. Es war wirklich relativ durchwachsen. Ich habe an dem Tag noch 5 Spiele gemacht, die gibt es dann in der nächsten Folge. Plus 10 weitere Spiele. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, weil dann sehe ich, okay, dieses Format gefällt euch. Und in diesem Sinne... She.